Wenn ihr die E-Part predigt, das bedingungslose Grundeinkommen, heute Pfingst Sonntag in der Danziger 50. Wir haben mittlerweile auch Publikum. Hallo Publikum, klatscht mal. Yeah! Mit der Juliane. Genau, wir haben heute das Thema Montagsmahnwachen. Was geht da vor sich? Sollte man da hingehen oder auch nicht? Wir haben gerade Maurice Ziegler gehört, und zwar der einen Text vorgelesen, den er auch schon bei einer Montagsmahnwache verlesen hat, und wir sprechen in der zweiten Stunde drüber. Jetzt wollen wir erstmal den zweiten oder den nächsten Gast hören. Das ist Olaf Ostertag von der Linken. Und wir möchten gerne hören, wie steht er zu den Montagsmahnwachen? War er schon da? Und was gibt es da aus der Linken diesbezüglich zu berichten? Bitte schön. Also bei den Montagsmahnwachen, die ja jetzt neuerdings in Berlin vor dem Brandenburger Tor stattfinden, war ich persönlich noch nicht, werde aber morgen hingehen. Also am Pfingstmontag, das ist, wenn ihr euch das jetzt hier anhört, wahrscheinlich schon in der Vergangenheit, aber wir können jetzt mal eine Spekulation darüber abgeben, was denn da am Pfingstmontag in Berlin dann passieren wird. Da geht nämlich einer unserer Bundestagsabgeordneten zum ersten Mal auf die Bühne, Dieter Dehm, durchaus auch als Liedermacher bekannt. Und es gibt in der Partei Die Linke jetzt schon seit wenigen Wochen die größere Debatte darüber, was so eine Montagsmahnwache denn jetzt eigentlich ist. Wer hat die gegründet und was wird dort artikuliert? An dem Beispiel, das wir gerade gehört haben, finde ich, ist das ziemlich deutlich zu sehen. Eigentlich ist der Anlass ja die Ukraine-Krise. Und das heißt, es geht um Frieden. Wenn wir jetzt aber wissen, dass viele Menschen ganz, ganz viel auf dem Herzen haben, dann gehen da zu diesem Anlass jetzt viele Menschen hin und demonstrieren für beispielsweise bedingungsloses Grundeinkommen. Wir predigen ja auch regelmäßig das bedingungslose Grundeinkommen und möchten dann möglicherweise auf dieser Demo sich dafür einsetzen. Es gibt viele andere Menschen, die haben ein ganz bestimmtes Thema in ihrem Leben zu ihrem Lebensthema gemacht und haben beispielsweise gesagt, die Federal Reserve Bank, also die amerikanische Notenbank, das ist die Wurzel allen Übels und die ist seit 100 Jahren für alle Kriege auf der Welt verantwortlich. Die möchten gerne diese Erkenntnis durchsetzen. Möglicherweise haben sie vorher auch diverse andere Erkenntnisse für sich gehabt, die sie dort weiterbringen wollen. Und das heißt, wenn man so auf einer Demo zurzeit ist, auf so einer Montagsmahnwache, da kann alles und nichts dabei rauskommen. Das ist also eine sehr offene Situation. Deswegen wird halt diskutiert, ist das jetzt ursprünglich mal rechts gegründet worden? Wenn Menschen wie beispielsweise Ken Jebsen dort auftreten, der ja auch schon mit antisemitischen Äußerungen aufgefallen ist, wenn Menschen sagen, dass das alles irgendwie das Bankhaus Rothschild verursacht hat, den Kapitalismus, dann sind das natürlich alles sehr coole Theorien. Es zeigt aber dann auch, wie groß der Resonanzboden ist für solche guten Theorien und wie groß der Unmut ist über das, was sich in der Gesellschaft angehäuft hat. Das wollte ich nämlich gerade sagen, denn also ich war einmal da und es war sehr voll, und wie ich gehört oder auch im Netz gesehen habe, ist es relativ voll auch die nächsten Male gewesen. Also das heißt, die Leute gehen da hin und hören sich das an und sind auch recht begeistert von dem, was da gesprochen wird. Da muss ja irgendwas dran sein. Was sagt die Linke jetzt dazu? Gut, mischen wir da mit? Nutzen wir das, um da auch unsere Tier oder um, wie gesagt, Sachlichkeit reinzubringen? Oder soll man da gar nicht hingehen? Soll man die machen lassen? Was ist da so? Oder wird das hin und her diskutiert in der Linken? Ja, genau das wird es. Es gab jetzt unlängst in einer Ausgabe des Neuen Deutschlands eine von der Zeitung, die von sich behauptet, dass sie durchaus parteiunabhängig ist, aber zu 100% dieser Partei gehört. Was eigentlich schon vorher mit in sich ist, aber jedenfalls gab es da ein Pro und Contra. Und aufgrund dieses Pro und Kontras, dass überhaupt darüber diskutiert wurde, zu diesen Montagsmahnwachen möglicherweise auch zu gehen und zu versuchen, dort auch zu Wort zu kommen und dort auch vielleicht eine gesellschaftspolitische Analyse anzubringen, die etwas tiefer geht als nur, das ist eine private Bank und wenn wir die weg haben, dann ist alles wieder gut. Das hat ja schon dazu geführt, dass einige Linke dieses Abo gekündigt haben. Also da reden wir schon gar nicht drüber, sagen die einen. Und dann gibt es andere Leute wie Wolfgang Gerche oder Dieter Dehm, die sagen, ja, um Gottes Willen, wenn man da nicht hingeht und dort nicht spricht, dann kommen ja alle die Leute, die zum ersten Mal in ihrem Leben politisiert werden, die jetzt zum ersten Mal sich überlegen, ich will übrigens gegen dieses System auf die Straße gehen, ich will nicht, dass unsere Regierung unwidersprochen das weiter tut, was sie da beispielsweise auch an außenpolitischen Vorgaben gegenüber der Ukraine macht, das möchte ich jetzt nach außen tragen, dann werden die alle quasi falsch geimpft und dann kriegt man das viel, viel schwerer wieder eingefangen. Das heißt, es ist jetzt genau diese Situation, sich darum Gedanken zu machen, kann man da eigentlich nicht sein oder wenn man dort ist, ist man da nicht vollkommen falsch.
Und so gibt es einige Linke, die da hingehen, und es gibt einige Linke, die sagen, um Gottes Willen, damit habt ihr ja schon den Komment unserer Partei verlassen. Also das heißt, der Streit ist da. Und da absolut aktuell gerade. Okay. Darf ich dich fragen, wie du persönlich dazu stehst, oder möchtest du dich dazu nicht äußern? Also ich war noch nicht in Berlin bei einer Montagsmahnsache, sagte ich eingangs, werde morgen aber mal hingehen, um zu sehen, wie sich die Berlin da schlägt. War aber jetzt beim Ostermarsch am Ostersonntag. Der war ja einen Tag vorher. Und da ist mir aber auch schon aufgefallen, dass die Tendenzen im Ostermarsch, was ja eine traditionsreiche Veranstaltung ist, dieses Jahr doch schon deutlich anders waren. Ich habe zum ersten Mal dort Nationalflaggen gesehen. Ich habe zum ersten Mal gesehen, dass dort die russische Fahne geschwenkt wird, dass dort die syrische Fahne geschwenkt wird. Man kann das möglicherweise insofern nachvollziehen, als das dann quasi immer eine Provokation ist gegenüber der eigenen Regierung. Aber letztlich ist es dann auch ein Nationalismus, den ich grundsätzlich ablehne. Und wenn die Tendenz in der Friedensbewegung dahin geht, dass wir jetzt überall Nationalisten werden müssen und damit also jegliche Form von internationaler Verständigung quasi in die Mülltonne getreten wird, weil die Globalisierung ist nur eine Sache der weltweiten Eliten und damit haben die Bevölkerung nichts zu tun. Deswegen sollten wir möglichst wieder die Grenzen aufmachen und möglichst wieder nichts voneinander wissen und dann ist alles wieder gut. Das wäre eine fatale Entwicklung für die gesamte Friedensbewegung. Deswegen darf man da eigentlich nicht fehlen, sondern muss dagegen Widerspruch einlegen. Okay, gut. Dann würde ich sagen, Micha, machen wir eine Musik.